So. Herr Präsident, die Damen und die Herren, auch ich so am Nummer der dem Minister Bildschirm, merci für die Debatte, die wir heute können. Hunde, sich über die Reform vom Nationalitätengesetz, mit die paar Kommentaren, die du gerade gemerkt haben, und die auch Referenzmänner bei einer Reform vom Wahlgesetz, die inspirieren mich aber vielleicht die paar Kommentaren in der Richtung zu machen. Herr Baudry hat ein Gerät gehabt, die dialektisch ganz interessant war. Zuerst hat er etabliert, dass der Lien besteht zwischen der Citoyenneität und der Nationalität und der nationalen Kommunität. Und da müssten aber nicht noch stehen zwischen der Nationalität und der Citoyenneität, was historisch ist, ich selber ist das. Aber ich will just aufmerksam machen, hier ein paar Fragen. Das ist, dass wenn in so ein Wahlrecht ging abfeiern für Ausländer, dann hätten wir eine Komposition von der Chamber, die von der Stürder, von der Präsidentin, von der Ast, die will holen, einer Kommunauté d'intérêt vom Land ging entsprechen, so wie sie sie gesagt, aber nicht mit der Kommunauté de Destin. Wir hätten dann eine Chamber, die zusammengesetzt wäre, nur Kriterien, die uns nicht mehr gingen erlauben, wenn Decisionen holen, die Schicksalsfrohe, Souveränitätsfrohe vom Lützbäuer Volk gingen betreffen, für da können hier an der Chamber Decisionen zu holen, für die Lützebäuer, die aber die Lützebäuerischen Elektorat gingen ausmachen, das ist das Interesse von denen, die aus dem Staatsvolk sind, könnten da von der Chamber nicht mehr an dem Sinn Wöber geholt gehen, wie für die Runde. Das ging einfach zusammenhängen mit der Komposition von der Chamber, mit den Elektoren, die die Chamber da bestimmen. Ich will auch warnen für ihre falschen Debatten. Hier gibt ein Demokratiedefizit und Mauer gemalt, und ich komme mich auf nicht einer Grün, aber an den Ruhestehen. Und erstens das Interesse von den Parteien, die Mengen von Ausländern und Wahlrechtskritiken, sie selber elektoral gut aufschneiden. Und zum Zweiten, dass für das Argument werden noch immer gehört, von verschiedenen Seiten, dass die Ursache ist, für das Wahlrecht auszudehnen, und sich die Schwächung der Funktion Publik hier im Land ist. Ich meine, das sind zwei Hintergrundinteressen, die nicht der vergessen an den Demokratiedefizit, die geht nicht der diskutieren, mein Anerkirch, ich habe keine Zeit dafür, die geht es einfach nicht mehr. Ich will hier einfach für eine falsche Debatte mit falschen Argumenten warnen. Für die ADR ist klar, wir gehen nicht mehr auf die Weg von einem Ausländer Wahlrecht. Wir müssen für uns letztlich eine Nationalität tun, wir können bei der Chamberwahlen mitmachen. Ich weiß, für die Sozialisten, die Herren Schneider und Asselborn, die nur anfangen oder für ein paar Wochen abbrüchen tun, und direkt ein paar die Parteien, die unterstützt, die Blau, die Gring, die Link. Und ich will aber noch vielleicht ein Wort so und hier über die Position von der CSV. Denn Herr Bratz hat CSV kritisiert und hat gesagt, dass eine Partei, die über die letzten Jahrzehnte an der Nationalitätendebatte immer ein paar Jahre ihre Meinung geändert hat. Es ging sogar mehr weit, wird sich an den letzten Tagen in der Presse immer können durchstellen, als eine Partei, die sich gegen die Idee wäre, aber sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Und auch das muss ich heute letzte Woche sagen, wenn man in den Kommuniqué von der CSV guckt, den sie rausgeschickt haben, da steht just dran, es geht also wirklich darum, die zu führende Debatte gut vorzubereiten, da das Wahlrecht ein wesentlicher Bestandteil der nationalen Souveränität ist, das sieht doch CSV, gilt es vor allem auch, die Luxemburger mit an Bord zu nehmen. Hauruck-Verfahren eignen sich nicht für große zukunftsweisende Politik, deshalb sollte man jetzt nicht aus der Hüfte schießen und das Wahlrecht für Ausländer auf ein einfaches Ja oder Nein reduzieren. CSV sieht nicht, dass sie dort dagegen wäre. Die einzige Partei, die das sieht, soweit ich es weiß, ist der DDR. Wir fallen nicht um. Für uns ist ganz klar, dass das Nationalitätengesetz oder die letzte Nationalität gebunden ist und Wahlrecht. Ich will aber nur, wir haben leider nicht so viel Zeit, ich will Herr Bildschirm nicht als eine reife, frohe Gestalt und ich will ihm auch darüber antworten gehen, aber ich meine, das war eine Präzision, die aber neidisch war. Von hier, und das will ich dann aber vielleicht noch dabei sein, von so einer grundlegenden Änderung über überhaupt Souveränität von unserem Land sollte geholt werden, wie die Aufführung vom Wahlrecht für die Ausländer, ohne dass die Nationalität, also wie gesagt, Ausländer am Rängen sind vom Wort, dass sie letztlich eine Nationalität nicht hätten, kein Döbel oder kein Anner, da kann das nicht mehr über den Weg vom Referendum dezidiert gehen. Und die Leute, die das beim Referendum dezidieren, das ist selbstverständlich das Wahlvolk, wie wir das Lohn an unserer Verfassung, dass der Souverän, das letztlich Volk, weil der Länge darüber soll dezidieren, wen hier im Land Wahlrecht kann haben, auf wen nicht. Die konkret Frohen, Herr Minister Bildschirm, die dir als Gestalt hat, das sind auch ein paar, die, ich schenke vielleicht nur mit der Residenzklausel, muss die bei Sivio bleiben, einser Meinung nur ja, wir sind aber d'accord,
wenn da eine gewisse Flexibilität angebaut wird. Das ist eine Idee, die dir als proposiert. Wir können mal auf die Weg gehen, wenn es da klar ist, dass da eine Gesamtresidenzdauer, wo sie wie auch weiter bestehen bleibt. Aber wenn es darum geht, für die Leute, die aus beruflichen oder dringenden familiären Gründen müssen eine Zeit an Deutschland geben, denen entgegenzukommen, dass sie dadurch nicht möglich geht, mit der Akquisition von der Nationalität verlieren, dann können sie selbstverständlich da auch, ob als verstehst du mich, zählen. Die Residenzzeit, die man in Konsideration holen, muss selbstverständlich eine integral legale Residenzzeit hier im Land sein. Die Instruction civique, als das auch häufig schon ein paar Mal diskutiert, ging effektiv eine ganz wichtige Frage. An erster Platz ging mir aber dafür plädieren, die Kuren zu standardisieren, es geht noch zu viel durchnehmen, zu gucken, dass die Qualität verbessert wird. An zweiter Platz ging mir aber auch darum denken, wir mal zu gucken, wie an den ausländischen, an den Europastaaten, von hier aus den Europaschländern, die sagt, da geregelt, als es gibt Examen an der Instruction Civique an einer Reihe von den Ländern, wo sowohl das Funktionament vom Staatsrecht wird Grundwerte, wird Geschichte von den Ländern geprüft gehen. Und es wäre einfach nur mal für uns interessant, wie eine Etude zu machen, Herr Minister, zwischen der Instruction Civique, wie sie hier gehandhabt wird, zu Lützburg, das ist ohne Examen, just da, die muss an eine Parcours gehen, an unsere Notbeschländer, und da vielleicht ein Tableau komparativ zu kriegen, weil wir sind da weit inner dem, was am Ausland gehandhabt wird, ob schon nicht hier nicht mehr wichtig ist, als wir am Ausland, dass die Leute, die wollen Lützburg gehen, die anderen auch natürlich, das Funktionament vom Staat aber gut verstehen, und wirklich dann noch können, als erklärierte Bürger können unter Umstand noch bestimmen. Letzter Spruch ist für euch selbstverständlich zentral. Der Niveau von den Spruchentester, den ist aber bei uns am Land nicht heisch. Das gibt auch so viergestalt hier, als wäre das ein schrecklich heisch hört oder als wäre das ein soziales Selektionskriterium. Auch hier muss ich sagen, dass den A2 und B1, den zu Lützburg gefragt wird, manner heisch als wie das, was an unsere Notbeschländer gefragt wird. Und noch an unsere Notbeschländer gibt es die Migranten, die kein Universitätsdiplom haben oder nicht aus einem heisch edukierten Elternhaus kommen. Und aber ist der Niveau von den Spruchentester an unsere Notbeschländer durchgehend mehr heisch, wie das, was wir heute zu Lützburg fordern. Das ist also ein Argument, was überbemäht wird, das soziale Argument. Selbstverständlich sollen die Leute, die den Spruchentest vielleicht nicht die erste Kehr packen, Möglichkeiten geben, nach ein Kehr zu machen, mehr für zu kompensieren oder den Niveau noch mehr weit raufzuschrauben, wie die, oder vielleicht Lützburg ganz wegzulassen, wie ein bisschen die gering oder auch sozialistische Kollegen mal so Gedanken spielen. Dann, der wollte die ganz letzte Problematik außerhalb von diesem Gesetz regeln, hat er gesagt. Es sind noch damit d'accord, dass er doch gönnest, da geht von Maschinen, den hier an Land gehen, gegen die Möglichkeit, den Amtkader, den Congé Linguistik und ähnlich den Zugang zu Lützburger Spruch noch zu erleichtern. Kein Problem. Wenn wir am Nationalitätengesetz für die Akquisition von der Nationalität unabhängig zu machen, wo Kenntnis von der Lützburger Spruch, dann wird den mir niemals gegen den Land gehen. Bedenkt das, Herr Braz, ich rufe mich doch an Erinnerung, dass ein ganz viele Leute die Tester nicht packen, weil sie wohl nicht auf pure Gänge sehen oder sich überhaupt nicht vorbereitet haben. Dann, die Residenzdauer, ja, ob das kann atmen, froh der Herr Minister. Ja, das kann atmen. Wenn ich wirklich ganz gut Lützburg kann, da brauche ich kein 7 Jahre zu sehen, mich ging ich aber da rekommandieren, dass die auch einen Test machen, bei einem Niveau mehr heisch. Auch das muss können geprüft gehen, wenn ich ein Niveau C packt, wir werden da nicht nur 5 Jahre, ich meine, es geht nicht durch, so wie ganz gut Lützburg kann, den braucht da kein 7 Jahre heiß zu bleiben, muss bewiesen sein. Und dann haben wir kein Problem, da haben wir da. 25 Jahre am Land, und auch kein Lützburg können, das ist kein Beweis für eine Integrationswilligkeit hier im Land. Wir können da nicht mal durchgehen, auch weil Leute 25 Jahre hier im Land finden, und nachher mal kein Wort Lützburg können oder nicht genug Lützburg können, da so mir, da kann ich noch Nationalität nicht tun. Ich meine, 25 Jahre im Land finden, da müssen sie schon wirklich ganz stark anstrengen, wie den Spruch nicht zu lehren. Das muss ja jeder möglich sein. Und für die einen, und die hat die vorgestellt, für die Behinderten, die wirklich seriöse medizinische Probleme hätten, dass man denen entgegenkommen, wenn das spruchrelevant Behinderungen sind, selbstverständlich, dass man denen Leuten entgegenkommen, wenn das durch staatliche Doktoren zertifiziert wird, für das sie können, auf eine andere Manier den Spruchentest machen oder gar nicht müssen machen, bei Krankheitsfällen, das schenkt man ganz normal zu sehen.
bestimmte Leute, da können wir selbstverständlich auch viel mehr niedrige Residenzklauseln feststellen, solange der Sprachentest bestehen bleibt. Natürlich kann auch dort Nationalität nicht geschenkt, die mir vertrauen, ob da als Geschwürpropositionen im März, wo da es weist, mit weniger Determination der Mariage arrangé oder der Mariage plan bekämpft soll gehen. Aber wenn ihn dann zur Nationalität wirklich kritisch ein Trick, dann muss auch kein Overkant gehen. Ich meine, das ist ein Sache, da muss ihn sich logisch sein, wenn man feststellen, dass das der Mariage plan, Mariage arrangé war, dann muss ich noch, was Nationalität angeht, können Konsequenzen ziehen. Leute, die im Ausland sind, für Lützeburg, ja, das kann gleichgestellt gehen in einer Residenz zu Lützeburg, wenn die Leute dann das Statut Diplomatik haben. Das entspricht der üblichen Praxis am Droit International Public, dass dann die Residenz habituell am Pays d'origine, am Pays accréditant sind. An den Blick, wenn die Leute das Statut Diplomatik haben, da kann die Residenz gleichgestellt gehen mit einer Residenz zu Lützeburg. Recouvrement der Nationalität, das kann an unseren Herrn bestehen bleiben. Sowieso wird der Mond aufhören in der nächsten Zeit. Droit du sol, da so mir, da braucht man keine weiteren Facilitäten. An der Lechtwurt, wir können als Chamber selbstverständlich immer auch an Zukunft Spezialgesetze holen über die Nationalität. Keiner kann der Chamber das Recht aufhören. So nicht, merci. Merci dem Herrn Kartheiser. Und als nächstes, Herr Henke, sagt er, Herr Henke, steht fort.